Moin Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video werde ich über das kommende Update reden, über die kommenden Updates auch reden, was wir in der Zukunft in Season 2 noch alles bekommen werden und was wir genau in diesen Updates, die kommen werden, bekommen werden. Also lehnt euch zurück, genießt das Video. Doch bevor das Video startet, ab dem 7. März um 18 Uhr, das heißt nächste Woche Montag, gibt es bei Level Up wieder die Hydrations zu kaufen. Hydration ist nicht genau dasselbe wie Level Up. Level Up hat ja Koffein. Hydration hat kein Koffein und Hydration hat auch kein Zucker. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice für diejenigen unter euch, die kein Koffein mögen oder auch kein Zucker. Das ist die perfekte Alternative für euch, wenn ihr den Geschmack von Level Up trotzdem haben wollt. Nur ohne Koffein, ohne Zucker ist das wirklich das Beste, was ihr machen könnt. Ab dem 7. März um 18 Uhr ist es wieder verfügbar bei Level Up. Ich bekomme die Hydration-Sorten heute auch. Also ich werde die heute im Stream auch testen. Ich bin heute um 16 Uhr schon live. Dann werden wir diese Sorten testen. Wir werden wieder in Warzone natürlich reingehen und da freue ich mich auch schon drauf, diese testen zu können. Wir bekommen ja am Donnerstag ein neues Playlist-Update um 19 Uhr. Wir bekommen Vanguard Royale Solo, Duos, Trios und Quads wieder rein. Battle Royale Quads wird dann noch bestehen bleiben und wir werden Beutegeld Quads auch noch haben. Was wir noch in Rebirth Island bekommen, ist Duos, Trios und Quads. Und wir bekommen auch noch Iron Trials Duos rein. Wir haben jetzt schon sehr lange kein Iron Trials in Warzone gesehen. Und ich denke mal, einige von euch werden auch Iron Trials feiern und sich auch darauf freuen. Wenn wir jetzt, wenn Iron Trials Duos auf Rebirth Island rauskommt, ein Spiel dort gewinnen, bekommen wir eine animierte Visitenkarte als Belohnung. Und anscheinend wird man dort nur mit Cold War Waffen spielen können. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig verstanden habe, wie es im Blogpost steht. Aber dort steht Cold War Waffen. Ich denke mal eventuell nur Bodenwaffen, dass die Bodenwaffen dann nur Cold War Waffen sind. Oder dass, wenn der Loadout kommt, dass wir auch dort nur Cold War Waffen auswählen können. Ich bin mir da nicht zu 100% sicher. Aber es stand irgendwie so im Blogpost, dass anscheinend nur Cold War Waffen spielbar sein werden. Also ich weiß nicht warum, werden wir sehen, ob es wirklich der Fall sein wird, aber so stand das ungefähr im Blogpost. Wir werden auch wieder den Gulag auf Rebirth Island reinbekommen und wir haben hier in Iron Trials 250 Leben anstatt 100, so wie es normalerweise der Fall ist. Das macht das Spielerlebnis viel kompetitiver und auch in der Vergangenheit hat ja die COD-Community Iron Trials sehr gefeiert. Die Lebensregeneration wird hier auch erhöht. Normalerweise benötigst du ja 5 Sekunden, ohne dass du Schaden kassierst, damit du wieder anfängst, dein Leben zu regenerieren. In Iron Trials brauchst du dafür dann 7 Sekunden. Außerdem wird die Lebensregeneration pro Sekunde um 60% verringert, also es dauert einfach länger, dein Leben wieder zu regenerieren. Hier könnte eventuell Stim sehr von Vorteil sein oder das extra Zusammenflicken, weil wenn du Zusammenflicken als Perk drin hast, das ist im extra 1 Slot, wenn du dann jemanden killst, dann startet deine Lebensregeneration direkt. Und das ist, denke ich mal, sehr nice in Iron Trials. Wenn es sowieso länger dauert, dein Leben zu regenerieren, macht das eigentlich sehr viel Sinn. Plus die Stim. Ich denke mal, damit seid ihr dann sehr gut aufgestellt. In der Vergangenheit haben wir in Iron Trials auch gesehen, dass die Items in der Buystation alle mehr gekostet haben. Vor allem das Loadout hat dort 15.000 anstatt 10.000 gekostet. Aber das war ja natürlich nicht auf Rebirth Island. Auf Rebirth Island kostet ein Loadout 7.500. Und ich kann mir vorstellen, wenn wir dann Iron Trials reinbekommen, dass das Loadout dann 10.000 oder 12.500 kosten wird und alle anderen Items werden natürlich auch mehr kosten. Dataminer haben anscheinend bereits herausgefunden, dass die Panzerplattenkiste 6.000 kosten wird und der Spezialistenbonus 30.000. Wir können uns also den Spezialistenbonus anscheinend, wie es aussieht, im Shop kaufen für 30.000. Also auch sehr nice, diese Änderung, wenn sie denn stimmen wird. Wir haben ja seit Season 2 auch das Search and Deploy Event in Warzone bekommen. Du hast für das Event keinen extra Tab im Menü von Warzone bekommen, sondern das passiert einfach im Spiel selbst. Dazu gehören die neuen Orte wie Factory und die 7 verschiedenen Bunker, in denen NPCs zu sehen sind. Und dort werden anscheinend Chemiebomben erforscht oder
keine Ahnung genau was. Irgendwas hat das zu tun mit der Nebula 5 Munition oder den Nebula 5 Bomben. Dann haben wir ja letzten Donnerstag die gepanzerten LKWs auf Caldera bekommen, die guten Loot fallen lassen. Die werden auch von den NPCs gesteuert, nur die sehen wir nicht, können wir auch nicht von außen abschießen. Und wenn du einen LKW zerstörst, kann es auch durchaus der Fall sein, dass du dort eine Nebula 5 Bombe findest, die auch sehr, sehr selten zu finden ist, die du dann irgendwo platzieren kannst und dann wird sie explodieren. Im Hintergrund seht ihr das gerade. Wir sehen dann einen Countdown, der dann kommt von 30 Sekunden oder 25 Sekunden und dann kommt die Nebula 5 Bombe runter und das Gas breitet sich so langsam aus. Also sehr, sehr krass, was dort abgeht. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall noch krasser. Du kannst auch übrigens Spezialmunition aus diesen LKWs bekommen und damit machst du natürlich dann auch mehr Schaden. Und wenn die Bombe dann explodiert ist, kassieren diejenigen Schaden, die keine Gasmaske aufhaben. Wenn du eine Gasmaske aufhast, bekommst du dann keinen Schaden und das Gas bleibt circa 2 Minuten lang da und breitet sich immer mehr aus. Für die Endzone ist das eventuell sehr von Vorteil, wenn du da irgendwie willst, dass Leute nicht dort langlaufen, wo es am besten ist quasi. Dort platzierst du dann einfach eine Nebula 5 Bombe und dann müssen sie dann außerhalb des Gases rumlaufen, weil sie ja sonst Schaden kassieren. Und wir bekommen am Donnerstag auch Nebula 5 Orte beziehungsweise Nebula 5 Bombenorte in Warzone, wo wir dann wahrscheinlich auf der Karte eingezeichnet bekommen, wo wir genau diese Nebula 5 Bomben, das sind ja dann diese Aktenkoffer, wo du dann die Bombe detonieren kannst, die werden wir dann eingezeichnet bekommen, denke ich mal, irgendwo auf der Map und dann kannst du da hingehen, du kannst diese Aktenkoffer nehmen und kannst die dann irgendwo detonieren. Am besten macht das Sinn natürlich im Endgame, damit du einen kleinen Vorteil gegenüber den Gegnern hast, damit die außerhalb von dem Radius, wo das Gas halt explodiert ist, langlaufen müssen und du so natürlich dann einen Vorteil davon hast. Also das wird wirklich sehr, sehr interessant. Ob es natürlich so sein wird, weiß ich nicht. Aber wir wissen zu 100%, dass wir am Donnerstag diese Nebula 5 Bombenorte bekommen werden. Wie genau das stattfinden wird, wissen wir aber noch nicht. Ja, und das gehört alles zu diesem Search and Deploy Event in Warzone. Am 10. März wird ja Warzone 2 Jahre alt. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich einige von euch, bekommen wir am 10. März ein bestimmtes Update für das 2-jährige Jubiläum in Warzone? Ich kann euch das nicht sagen. Dazu gibt es momentan keinerlei Informationen. Aber was ist an Informationen gibt, ist, dass wir dieses Warzone-Update 1.54 bekommen haben, zumindest in den Daten bekommen haben. Wir wissen jedoch nicht, wie groß dieses Update ist. Das hat PlayStation Game Size auf Twitter gepostet. Es kann natürlich auch ein sehr, sehr kleines Update sein von ein paar MB. Es kann aber natürlich auch ein sehr großes Update von weiß was ich wie viel Gigabyte sein. Und es kann sich eventuell auf den 10. März beziehen. Aber dazu haben wir momentan noch keinerlei Informationen. Ich persönlich würde mich natürlich freuen, wenn wir da irgendwie ein nices Update bekommen werden zur Feier des Tages, zum 2-jährigen Jubiläum von Warzone. Würde natürlich sehr viel Sinn ergeben. Es denken sich wahrscheinlich auch einige von euch, bekommen wir eventuell Verdansk wieder zurück? Das weiß ich natürlich auch nicht. Wir haben keinerlei Informationen. Ich denke aber persönlich nicht, dass wir die alte Map dann wieder zurückbekommen. Ich würde es mir natürlich wünschen, dass wir irgendwie die alte Map Verdansk für eine Woche irgendwie spielen können, weil Warzone ja 2 Jahre alt geworden ist. Aber ich denke nicht, dass das passieren wird. Es könnte aber auch das Mid-Season-Update sein, wenn das Mid-Season-Update früher rauskommt als normalerweise, weil normalerweise würde das Mid-Season-Update in 3 Wochen rauskommen, weil dann wäre es genau in der Mitte der Season. Manchmal ist es auch der Fall gewesen, dass das Mid-Season-Update etwas früher herausgekommen ist als genau in der Mitte von der Season. Und das wäre dann in 2 Wochen oder in 1 Woche oder sowas. In 1 Woche würde natürlich Sinn ergeben am 10. März, wenn das Mid-Season-Update etwas früher rauskommt als geplant. Und am 10. März wäre das schon wirklich sehr, sehr früh. Aber es kann natürlich sein, wir wissen das Ganze noch nicht. Und wenn das der Fall ist, werden wir dann entweder diese Woche oder nächste Woche schon Previews dafür bekommen, was wir im Mid-Season-Update erwarten können. Und wenn es da Informationen gibt, lasse ich es euch wissen. Was wir aber schon wissen, ist, dass wir im Mid-Season-Update ein neues Rebirth Island bekommen werden. Mit mindestens einem neuen Ort, wo auch an Nebula 5 geforscht wird, wie es aussieht. Und das ist hier genau das Zitat aus dem Call of Duty Blogpost. Als Calderas Geheimnisse ans Licht kommen, lauert etwas im Schatten der Insel der Wiedergeburt. Erwarten Sie während des Mid-Season-Updates wesentliche Änderungen an der Gefängnisinsel. Das ist das, was wir jetzt bekommen haben an Informationen, was wir im Mid-Season-Update bekommen werden. Ja, Leute, lasst mich in den Kommentaren
Kommentaren gerne wissen, was ihr euch persönlich wünscht zum zweijährigen Jubiläum, wenn es denn überhaupt irgendwie ein Jubiläum geben wird, was wir dann feiern werden in Warzone. Ich persönlich würde es mir natürlich wünschen, für ein paar Tage Verdansk wieder spielen, wäre jetzt mein Wunsch. Das würde ich eigentlich ziemlich gut finden. Schreibt mir gerne in die Kommentare rein, was ihr von den ganzen Informationen haltet. Iron Trials und dem Mid-Season-Update. 10. März, zweijähriges Jubiläum. Schreibt mir das gerne in die Kommentare rein. Like das Video auch gerne, falls euch das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann heute im Livestream um 16 Uhr, Leute. Oder im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.